Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Wir haben eine neue Replay Challenge. Achso, ich bin übrigens Keule, wer das noch nicht weiß. Wir haben eine neue Replay Challenge. Es gibt diesmal wieder ein bisschen was zu gewinnen. Und zwar dieses hübsche Paket hier, 11 Neujahrsschachteln im Wert von 19,99 €. Für den ersten Platz und für den zweiten Platz 3 Neujahrsschachteln für 5,99 €. Was müsst ihr dafür leisten? Ihr müsst auf eurem Video mindestens 200 Videoaufrufe haben für den Sieger und mindestens 180 für den zweiten Platz, um diese Schachteln zu erhalten. Wie kann man das erreichen? Das hat man beim letzten Mal, ist das leider ein bisschen untergegangen. Ihr könnt eure Clan-Kameraden bitten, dass sie da vielleicht draufklicken, also im Clan eventuell teilen oder in irgendeiner Gruppe teilen. Und damit kommt ihr ja eigentlich relativ locker auf eure Klicks, wenn ihr das denn gewinnen wollt. Und dann werden die 11 Neujahrsschachteln direkt von mir abgeschickt. Es sind diesmal ein paar mehr Videos dabei. Es sind diesmal ein paar mehr Protagonisten am Start. Und wir haben einen ziemlich bunt gemischten Haufen an Fahrzeugen. Also auf jeden Fall für jeden was dabei, würde ich sagen. Und ich hoffe, ihr habt jeden Menge Spaß beim Anschauen. Und seid fleißig mit dabei. Klickt fleißig drauf. Und lasst mir ein Abo da, wenn ihr möchtet. Ansonsten, ja, bleibt einfach meinem Kanal treu. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Jahr 2021. Kann nur besser werden nach dem Scheiß, was wir letztes Jahr hatten. Alles klar, jetzt viel Spaß mit dem Replay. So, und das war auch schon. Wir fahren mit der Fuchslady vom Clan KRST Kruppstahl. Ein dickes Servus an die Kruppstahl-Gemeinde. Immer wieder schön von euch Replays zu bekommen. Und wir fahren im 45 dp. Das ist ein Pole, sieht man da vorne an dieser hübschen Flagge. Oben weiß und unten rot. 105 mm Kanone drauf, 320 Alpha Schaden, 192 Durchschlag auf Standardmunition. Auf Premium in diesem Fall EPCR. 225 Durchschlag bei gleichem Alpha Schaden in der Fall. 53 Durchschlag bei 420 Alpha Schaden. Ja, drum hält einiges aus auf Stufe 7. Sind wir damit ganz gut unterwegs. Wir brauchen auch hier einen Schutz auf die Wanne bzw. die untere Wanne, damit wir hier irgendwie durchkommen. Wir sind in einem 7er Gefecht mit 6er Unterstützung auf Ruinberg gelandet und haben es mit dem KV3, mit dem Tiger 1, mit dem CS44 Super Hellcat, WZ131, Gaby Panther und KV2 zu tun und Tok 2. Okay. Jede Menge HP im Spiel. Sehen, wer sich hier am besten schlägt. Da will jemand sich nicht blicken lassen. Jo, 7er Gefecht mit 6er Unterstützung, das ist auf jeden Fall eine machbare Aufgabe, denke ich mal. Haben schon jeder ein Leid verloren. AMD178 ist da hinten schon mal komplett durchgezogen. Da haben wir jemanden. Ich glaube nicht, dass das Super Hellcat nochmal so schnell raustraut. Wir werden ein bisschen Licht machen. Da ist jemand. KV3, CS44, beide bleiben hängen mit jeweils 300 Alpha-Schaden. Super Hellcat holt sich unseren KV2. Da oben steht auch irgendwas rum. T78. Du wirst da gebeten, dass du zurückfährst. Wäre eine ganz schlechte Idee, hier die Ecke aufzugeben. Ah, gehen ständig auf. Die 1 kriegt dabei eingeschenkt, von oben vom T78, würde ich mal sagen. Tiger 1 raus, T78 hat das Ganze erledigt. 3:3. Auf beiden Seiten fehlen schwerer Panzer und beide Aufklärer auf beiden Seiten.
Noch ein Aufklärer übrig. Beim Gegner und auch bei uns. Müssen wir langsam mal ein bisschen sparen, würde ich sagen. Mal blind reinhauen, absolut sinnvoll. Er fährt nicht raus. Weiß ziemlich genau, was er macht. KV3 noch am Leben. Ja, er traut sich nie so weit raus. Macht doch Sinn, da nicht zu viel zu präsentieren. Ansonsten fangen wir unseren Schuss ein, verlieren HP. Muss nicht sein. 4:3. KV2 kommt durch die Mitte, legt sich mit unserem AR-44 an. Er ist nicht unbedingt der härteste. Schwere Panzer. Unser AR-44 hat aber eine gute Kanone. Verlege auf D3. Jawohl, Super Hellkrieg kriegt 326 eingeschenkt. Und die Su-100 nimmt unseren T-50-2 raus, damit sind wir ohne Licht. Gegner hat noch eins. Allerdings fast allein da draußen. Jetzt geht's in den Nahkampf. KV3 kommt zurück. Schön, wenn man so über Funk. Doch über diesen Funk. Anpingen kann, was man fährt. CS65 gibt uns HE mit, nimmt unseren Richtschützen und damit raus, müssen wir gleich mal zurück ins Leben holen. Ohne Richtschützen dreht sich der Turm langsamer und das Zielkreis ist größer. 1080 Schaden geblockt bisher, 647 Schaden ausgeteilt. Ja. Super Hackett. Gibt uns 198. 60 Schaden oder 61 Schaden vom KV3. Da nochmal 352 Schaden. Richtschützen. Der Richtschützen wirst du brauchen. Da ist er repariert. Wunderbar. Stellt sich ja gar nicht so blöd an. Viele hätten die Station oder diese Position schon längst aufgegeben. Aber die ist wichtig. Jawohl, 359 Schaden am KV3, da oben ist eine Schwachstelle. Da kommen wir locker durch, brauchen wir auch kein Premium schießen. Reicht schon, dass wir jetzt wohnen. Noch einmal, allerdings oben nur das Sichtsystem zerstört. Artillerie gibt uns nochmal 91. Ja, gegen 3 Artis spielen ist immer scheiße, gerade als schwerer Panzer. Mal nochmal 285, Low Roll. Das heißt, mit dem nächsten Schuss könnte man schon rausnehmen. Hat er nicht geschnallt, dass da oben seine Schwachstelle ist. Und dafür geht er dann direkt mal in die Werkstatt zurück. Daneben. 2128 Schaden verabreicht. Ein Kill gemacht. 1380 Schaden geblockt. Und da kommen wir durch. Locker. Tok 2 gibt uns 171 mit Premium-Munition. Wir holen uns unseren zweiten Kill. So, wer will, hat noch nicht. Keiner traut sich so richtig über die freie Fläche. Ja, unter anderem, weil dann TD draußen steht. 270 HP ist nicht mehr die Welt. Muss man langsam mal schauen, dass wir da den Tocken ein bisschen besser unter Kontrolle kriegen. Das heißt ausschalten. Macht sie ganz gut hier. Also gibt nichts zu meckern erstmal. Kannst auf manchen Karten einfach nur ein bisschen halbstatisch fahren. Super Hackett holt unseren KV3. Su-100 holt unseren Jagdpanther. Jetzt wird es tatsächlich ein bisschen eng. Noch sind wir vorne, aber auf gewissen Positionen ein bisschen komische Panzer spielen.
Sehr schön, Super Hacken ist raus. Havarie hat sich drum gekümmert. Passitok. Durch den Turm. 240 Schaden. Bleibt hängen. Kette. Versucht die Kette zu ziehen, aber Schaden gemacht. 313. Und gleich nochmal. Da ist er raus. Schön hinter der Kirche bleiben, damit wir nicht von der Arti irgendwie getroffen werden. Die dürfte dann auch irgendwo rumschwören. Ich würde sagen, dann werden wir es uns recht bald mal holen. 2745 Schaden aktuell, 1530 geblockt. Aber wir haben halt nicht mehr viel übrig. Also der Arti braucht uns glaube ich nur kurz vors Kettenrad zu kacken und schon ist aus mit uns. Das ist ja nicht so schön. Da ist sie. Nix. Trefferchen. Kill. M44 raus. Jetzt holen wir uns diesen kleinen Vogel da. Jawoll, das ist die Pascucci-Medaille für zwei zerstörte Artis. Eine Artis ist noch übrig. Die dürfte irgendwo oben auf der Nullerlinie stehen. Da ist sie nicht. Hätte sie schon im Proxy-Spot aufgemacht, würde ich sagen. Mhm. 2876 Schaden verabreicht, 4 Kills gemacht. Sehr fein gefahren bisher. Das nächste Mega. Arti geht raus. GW Panther hat den anderen GW Panther aufgeklärt beim Schießen, denke ich mal, denn der war nicht offen und hat ihm dann direkt mal ja, oben eine reingelassen. Dann war halt Ende. Ein TD und Aufklärer noch übrig. WZ123 und eine SU-100. Müsste machbar sein. SU-100. Tod durch Sterben. Kill Nummer 5. Und es fehlt noch der WZ. Wenn wir uns den noch holen, dann haben wir einen Krieger. Mal sehen, wo der ist. Keiner traut sich mehr raus. Außer unser kleiner Medium, P43 BES. Der möchte da ein bisschen nach vorn fahren. Wir sind offen. Steht irgendwo da oben. Schwärmpanzer und Aufklärer jagen ist immer so eine Sache. Zum Glück haben wir noch ein Medium dabei. Wäre trotzdem schön, wenn sich hier jemand ins Cap stellen könnte. Vielleicht die Arti da unten. Da ist der WZ. Wird sich jetzt unseren GW Panther krallen. Hey, GW Panther erledigt tatsächlich den Aufklärer. Okay, sehr fein. Gut gemacht. 3189 Schaden verabreicht. 1530 Schaden geblockt. 715 Schaden aufgeklärt. Und 5 Kills geholt. Super gemacht. Wir gucken, was die Auswertung dazu sagt. Heikeleber gibt's, Stahlwand gibt's, Pascucci-Medaille, wie gesagt, 25 Anleihen für 3 Medaillen. Große Runde. Ein M gibt's ebenfalls. 1387 Basics-XP geholt. Und Matzeklatze, okay, auch nicht schlecht. 59.000 am Ende eingenommen. Es laufen halt diese Bonus, dieses Bonusgeld. Für Weihnachten 22 Schüsse abgefeuert, 16 getroffen, 13 erschlagen. Für so viel Nahkampf ist es okay, wenn man nur 16 trifft, aber es ist schon, ja, ich will nicht meckern, das war im Großen und Ganzen wirklich gut gefahren. Hast deine Stärke des Panzers wirklich ideal rausgefahren, 2,14 Kilometer auf die Kette gebracht und das Ganze für 11,5 Minuten, das ist okay. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jo. Das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wisst Bescheid. Draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal.
Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.